Hallo zusammen, mein Name ist Katrin Hammes. Ich bin gerade hier angekommen in Pickliesem auf dem Betrieb Weber. Der Betrieb Weber ist ein Milchviehbetrieb mit zurzeit 190 laktierenden Kühen. Ich arbeite seit November 2020 jetzt beim LKV und betreue dort gemeinsam mit der Frau Eva Klöppel das Projekt Gesundheitsmonitoring Rind. Und heute möchten wir uns damit beschäftigen, wie das denn jetzt genau in der Praxis aussieht, wie man Daten eingibt und wie man damit arbeitet. Kommt mal mit! Hallo, ich bin die Katharina. Hier befinden wir uns in einer unserer Strohbuchten. Und hier ist zum Beispiel unsere Kuh Nummer 605. Diese Kuh ist schon sehr alt und deswegen hat die eigentlich immer einen Platz bei uns in der Strohbucht. Wir sind sehr froh, wenn wir alte, gesunde Kühe haben. Und genau das soll das Gesundheitsmonitoring ja auch unterstützen, damit man einen Überblick darüber hat, ja, wie gut geht es der Herde, was sind Krankheiten, die auftreten. Wie läuft es denn jetzt bei euch ab, wenn du jetzt siehst, okay, ich habe eine Kuh in meiner Herde, die hat beispielsweise ein Problem mit der Klaue oder ein Problem mit dem Nachgeburtsverhalten. Wie läuft es ab? Wie gebt ihr die Daten ein? Von uns hat ja jeder heutzutage ein Tablet oder ein Smartphone dabei. So ist es auch im Stall. Auf dem Tablet oder Smartphone hat man dann die App, die Netrind Mobil App. Und in dieser App kann man alle Daten der Tiere eingeben, aber auch abrufen. Und das ist natürlich super praktisch, wenn man jetzt beim Melken morgens beispielsweise eine Kuh mit einer lahmen Klaue sieht. Dann kann man das sofort in die App eingeben. Anschließend selektieren wir die Kuh dann aus. Dann kommt die beispielsweise hier in einen Strohstall und danach in den Klauenstand und auch die Maßnahmen ergreifen, damit es wieder besser wird und gegebenenfalls behandeln. Die Kuh ist gestern gefallen, die Amelie. Wir haben sie natürlich sofort in unseren Strohbereich gebracht, einfach damit sie sich hier entspannen kann und das Bein nicht unnötig belastet. Anschließend haben wir einen Tierarzt gerufen. Der hat natürlich drüber geschaut. Es ist zum Glück nichts gebrochen. Es ist eine Prellung und es ist stark angeschwollen. Der Tierarzt hat der Kuh anschließend Schmerzmittel gegeben und andere Medikamente, damit das schnell wieder abschwillt und besser wird. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie beim Menschen, wenn man aufs Knie fällt oder wenn man umknickt vielleicht. Es dauert einfach seine Zeit, bis das Ganze wieder abgeschwollen ist und so lange heißt es abwarten, mit einer kühlenden Creme eincremen. Hier sieht man jetzt die Einführungsseite von Netrind Mobil. Wie vielleicht schon viele wissen, gibt es einmal die Netrind Mobil Version, die fürs Handy und fürs Tablet zugänglich ist und einmal die Basisversion, die auf dem PC dann läuft. Hier sind verschiedene Arbeitsmappen angelegt. Wir würden jetzt halt eben bei der Eingabe der Diagnose erstmal zu der Tierliste übergehen. Auf der Tierliste sind jetzt alle Tiere, aktiven Kühe im Bestand aufgeführt. Hier oben in der Schnellsuche können wir jetzt einfach die Nummer des Tieres eingeben. In unserem Fall 181. Das wäre dann die Amelie und über den Informationsbutton, also das I in dem Kreis, kann man jetzt hier einfach ein paar allgemeine Daten zu dem Tier erkennen. Also wann es belegt wurde, wie viel Milch es im Moment gibt, wie die Zuchtwerte aussehen, ob es ein aktives Tier in der Herde ist. Jetzt gehen oben rechts auf diese drei Punkte. Darüber können wir aussuchen, was wir genau eingeben wollen. Wir sind ja jetzt im Bereich der Diagnose, also gehen wir auch auf die Diagnose. Wie man eben ja sehen konnte, kann man aber auch genauso gut trockenstellen oder sonstige Daten über dieses Symbol eingeben. Da die Kuh sich offensichtlich am Bewegungsapparat, am Bein wehgetan hat, wählen wir zunächst den Bewegungsapparat aus. Und um dann das Ganze genauer zu beschreiben, kann man nun unter einer sehr großen Fülle an Krankheiten auswählen. Was am ehesten hierzu passt, ist tatsächlich eine Karpalbeule. In dem Fall, denn das Gelenk, was dick ist, ist ja das Karpalgelenk, was man vielleicht auch umgangssprachlich als Knie bezeichnen kann. Anschließend lokalisiert man es noch. Bei Amelie war es das rechte Vorderbein. Nun speichert man das Ganze noch ganz einfach, indem man auf den Haken klickt. Damit ist die Diagnose im Netrind schon mal abgeschlossen. Wenn man nun das nächste Mal sich im WLAN befindet, dann aktualisiert sich die App und die Daten werden abgesendet und mit dem VIT abgeglichen und sind gespeichert.